Hallo, in diesem Video bespreche ich die zweite Aufgabe im ersten Abschnitt, also wie man den Befehl dot verwendet, um ein paar Punkte zu zeichnen, nicht nur Linien. Also die Turtle soll ja quasi in diesem Zickzackmuster sich bewegen und nach jedem Schritt auch so einen schönen Punkt zeichnen. Machen wir erstmal das Zickzackmuster. Also ich habe hier schon mal die ersten beiden Zahlen geschrieben. Und wir erinnern uns, dass die Schildkröte ja am Anfang in der Mitte des Bildschirms ist und direkt nach oben schaut. Also müssen wir uns erst einmal um 45 Grad nach rechts drehen, dann eine gewisse Distanz nach vorne gehen, sagen wir 100 Pixel. Dann sind wir hier und schauen in diese Richtung. Also müssen wir uns noch weiter 90 Grad nach rechts drehen. Und kurz gehen, dann drehen wir uns nach links und am Ende wieder nach rechts. Also kann ich einfach diese beiden Zeilen hier kopieren und einfügen. So, jetzt sollen ja noch diese Punkte gezeichnet werden. Und am Anfang ist auch einer. Also bevor wir überhaupt uns bewegen, setzen wir einen Punkt. Und dieser Befehl hat kein Argument. Also wir müssen ihm kein Argument geben. Wenn ich mich recht entsinne, kann man aber die Größe des Punktes angeben. Also zum Beispiel kann man sagen, ein Punkt soll 20 Pixel groß sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel aus 30 mache, sollte der Punkt etwas größer ausfallen. Ja. Aber wenn wir hier einfach keine Zahl angeben, dann nimmt er einen Standardwert. Und ich glaube, das sind gerade 20. Oder? Der Kreis kommt hier ziemlich genau. Ah, nein. Ah, schau an. Man muss einen Wert geben, ein Argument. Ah, hier in der Übung ist einfach von dem Befehl dot gesprochen und es steht nichts in den Klammern. Aber wenn Sie oben hinschauen, genau, wird der Befehl immer mit einem Argument verwendet. Ja, ist vielleicht ein bisschen verwirrend hier aufgeschrieben. Aber jedenfalls wollen wir diesen Befehl mit einem Argument von 20 Pixeln und nach jeder Vorwärtsbewegung wird ein solcher Punkt gezeichnet. Das sieht ja schon ganz gut aus. Ja, wahrscheinlich sollte man hier nicht 100 Pixel gehen, sondern vielleicht nur 50. Dann sieht das proportional ähnlicher aus zu der Zeichnung in der Aufgabe. Und noch eine kleine Sache. Es wäre auch ganz gut, wenn die Schildkröte am Ende den letzten Punkt nicht überdeckt. Das können wir mit dem Befehl hide turtle machen. Also am Ende macht sich die Turtle unsichtbar. Und was wir noch machen können, wir können mit dem Hide Turtle sogar einen Anfang setzen. Und dann wird nämlich viel schneller gezeichnet. Der Computer muss nicht noch extra die Turtle animieren, sondern er kann sich rein auf das Zeichnen der Zeichnung konzentrieren und es geht deutlich schneller. Bei komplizierten Zeichnungen, die sehr viele Striche und Punkte enthalten, ist das wirklich hilfreich, diesen Befehl zu verwenden, gleich am Anfang, damit deutlich schneller gezeichnet wird. Letzte Sache. Wir sind ja in der Mitte der Zeichnung losgegangen und deswegen ist dann diese Zickzack-Figur selbst nicht mittig. Es wäre doch ganz gut, wenn wir ein bisschen weiter links losgegangen wären. Ja, und dann die Zeichnung mittig hätten. Das heißt, vor dem Zeichnen der Figur positionieren wir uns
Und zwar gehen wir nach links. Und zwar um wie viel? Nun, wenn das 50 Pixel sind, dann sind das ja 50 mal Wurzel aus 2 Pixel. Das kann man ausrechnen, muss man aber eigentlich nicht. Wir können ja einfach das hier schreiben. Wenn wir die mathematischen Funktionen importieren. Und dann zeichnen wir es nicht richtig. Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Erstens, beim Gehen nach links soll ja selbst noch nicht gezeichnet werden. Das machen wir mit dem Befehl pen up. Den Sie später noch sehen werden. Und für das Zeichnen nehmen wir dann den Befehl pen down. Das heißt wirklich, der Stift wird zuerst nach oben genommen, dann wird bewegt und dann wird es wieder auf das Papier sozusagen abgesetzt. Und wir sind noch nicht ganz richtig orientiert. Wir müssen uns vor dem Zeichnen noch einmal um 90 Grad nach rechts drehen. Oh, perfekt.